Und dann Stefan Meyer, guten Abend. Guten Abend. Herzlichen Dank für den Besuch in unserem Studio. Jetzt ist es ein bisschen blöd, wir haben die zwei Goal von eurer Seite angeschaut, zum 1-1 und zum 2-1. Was habt ihr bei diesen beiden Goal gedacht? Beide glücklich geschehen, aber natürlich nicht unverdient. Ja, ich meine, wenn man jetzt schon noch den ganzen Verlauf von den Playoffs auf die erste Runde hernimmt, dass man mal ein bisschen Glück hat, ist auch schön für uns. Ich bin extrem stolz aufs Team. Wie sie fighten, wie sie Schüsse blocken, ich glaube, wir sind mittlerweile sicher Nummer 1 von den Teams, die geblieben sind in geblockte Schüsse. Es ist ein brutal geiler Teamgeist und jeder fightet für jeden. Wir haben nichts zu verlieren und wie ich schon von Anfang an gesagt habe, eigentlich schlagen kann sich nur Kloten selbst und wir helfen ihnen gerade dabei. Wenn wir das 2 oder mal das 2:2 kurz anschauen und darum ein kleiner blöder Moment, weil wir haben gerade euer Goal angeschaut. Jetzt schauen wir uns aber das 2:2 an. Der Sandro Tour, unser Experte, hat gesagt, jetzt haben sie 2:1 geführt und jetzt haben sie einen kurzen Moment schnell sich auf dem ausgeruht. Und schon ist das 2:2. Gut, das war sowas von einem banalen Zuordnungsfehler, den wir x-mal im Training eigentlich trainiert haben und wo keiner von den drei Stürmern sich verantwortlich gefühlt hat, in der Mitte zurückzukommen. Und dann hat es dieses 2-1 gegeben. Es war so ein kurzer Blackout. Deswegen sagt man immer, Wechsel nach dem Tor ist extrem wichtig, weil man sich ja im Moment einmal ein bisschen entspannter fühlt. Aber das darf man sich in den Playoffs auf keinen Fall leisten. Vor allem gegen Top wie Kloten. Ich glaube, das als Coach ein enorm schwieriger Moment, wenn man in der 56. Minute das 2:1 auswärts Kloten zählt und dann in der 57. Minute das 2:2 bekommt. Ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, die Mannschaft ist im Grunde so gefestigt. Wir haben extrem schwierige Situationen auch gehabt zum Meistern gegen Langenthal, wo die Mannschaft gewachsen ist in diesen Situationen. Ich glaube, der Louis Jeannette spielt eine mega, mega Playoff-Serie. Oder die ganze Playoff über schon. Und ich denke, am Ende sind wir jetzt nicht total in Panik verfallen. Auch die letzten Minuten nicht nach diesem Gegentor. Wir haben normal weitergespielt. Und ich denke, generell gesehen, in Overtime hatten wir mehr klare Torchancen. Also schon gleich zu Beginn. Wir hatten diesen halben Breakaway von Spannring. Ja. Ich habe der Mannschaft gesagt, no regrets. Geht's raus, spielt's, no regrets. Und wir können uns sicherlich in dieser Serie, so wie wir angetreten sind, mit 8 Stammspielern draußen, ist es einfach mega geil und macht einen Coach extrem stolz. Und wenn man das sieht, ich sage immer, Leaders lead, Coaches coach und Players play. Bevor wir zum Overtime-Goal noch kommen, aus Trainersicht, der Jonathan Eng hat heute 33 Minuten 54 Time on Ice gehabt, als Stürmer. Wenn man da in eine Verlängerung hineingeht, macht man sich da Sorgen, dass der irgendwann nicht mehr, oder weiss man, der läuft. Das Problem ist, ich schaue extrem viel auf Time on Ice. Das ist sicherlich nicht eine ideale Situation für uns. Aber durch die ganzen Verletzten, die wir haben, fehlen mir natürlich Optionen in die Special Teams. In dem Moment, wo Special Teams sind, spielt er natürlich Powerplay und auch PK. Und dann das letzte Spiel zum Beispiel, was ja für uns auch extrem wichtig war, ist ja nur auf 22 Minuten kommen. In dem Moment, wo Special Teams sind, wird es natürlich höher und das kann ich nicht reduzieren, weil mir die Optionen fehlen. Ich meine, bin ich sehr zufrieden mit PK. Wir haben gesehen, die zwei Spiele gegen Langenthal, wo er gesperrt war, unser PK war nicht mehr das gleiche. Und man muss halt so lange gehen, wie die Energien gehen. Und ich glaube, sehr viel hat jetzt momentan sicherlich auch das Adrenalin und der Teamgeist zu tun. Und das ist ja perfekt aufgegangen alles. Und jetzt wollen wir uns das Goal in der Overtime anschauen, das 3:2. Das ist dafür der richtig schöne Moment als Coach, nicht mehr. Ja, ich wollte gerade ein Timeout rufen. Und dann hat es länger gedauert. Und dann habe ich gesagt, nein, das kalte immer. Und das Einzige, was ich ihm gesagt habe, wir müssen mehr schießen. Und er ist eigentlich, nicht, dass er da immer schießt. Wir haben andere Optionen, aber er hatte da sehr viel Eis, sehr viel Platz und sehr viel Zeit, was man natürlich so einem Spieler wie ihm nicht geben kann. Und er hat das ausgenutzt und einfach super geil für uns. Und wir sind einfach geistig. Definitiv. Ja. Das möchte ich so unterstreichen, doppelt und dreifach. Trifft Kloten seit 6 Jahren Stefan Meyer beim HC Thurgau vorbei. Jetzt habt ihr getroffen und die Geschichte darf noch weitergehen. Ja, also ich glaube, jetzt kommen wir wieder nach Weinfelden und die Serie wird jetzt erst richtig interessant, weil natürlich Kloten
muss jetzt bei uns wieder gewinnen. Und die werden mit aller Kraft versuchen zu vermeiden, Game 7. Es wird interessant. Ich danke euch stellvertretend für euer ganzes Team. Erstens für den spannenden Abend für uns und zweitens für den Besuch im Studio. Danke vielmals, Stefan Mayer. Danke schön für die Einladung. Danke.